Wussten Sie, dass Milchsäurebakterien nicht nur gut für unseren Körper, sondern auch gut für unsere Haut sind? Gerade wenn Sie trockene und gereizte Haut haben, wirken Milchsäurebakterien gezielt dagegen, denn sie beeinflussen unser Hautmikrobiom positiv. Gertraud Gruber hat für Sie die Symbiosens-Pflegereihe entwickelt. Sie unterstützt Ihre empfindliche Haut dabei, wieder zurück in ihr Gleichgewicht zu finden. Und die Symbiosens-Ampullen sind ein Teil dieser besonderen Pflegereihe. Diese kleinen Ampullen sind Ihr persönlicher Helfer, wenn Ihre empfindliche Haut mal wieder SOS schreit. Hier wurde bewusst auf 6 essentielle Inhaltsstoffe gesetzt und auf Parfüm und jeglichen Schnickschnack verzichtet. Denn für eine sensible Haut gilt ja, weniger ist mehr. Gereizte Haut wird dank des Lactobacillus mit wertvollen Vitaminen und Mineralien versorgt, die in den Milchsäurebakterien enthalten sind. Das stärkt gleichzeitig die Hautbarriere. Und so kann Ihre Haut die Feuchtigkeit wieder viel länger halten und bei einer regelmäßigen Anwendung erscheint die Haut wieder frisch und entspannt. Tragen Sie die Symbiosens-Ampulle morgens und abends auf Ihre vorher gereinigte Haut auf. Entnehmen Sie mit der Glaspipette die milchige Konsistenz. Ich hoffe, Sie können das gut sehen. Und klopfen Sie diese sanft in Ihre Haut ein. Schauen Sie. Das pattern Sie in Ihre Haut ein, gerne auch auf dem Hals und Dekolleté, wenn Sie das möchten. Und Sie spüren schon, wie angenehm durchfeuchtet und erfrischt sich die Haut anfühlt. Dabei hinterlässt die Textur nach dem Einziehen ein mattes Erscheinungsbild und der Geruch, der erinnert an einen gesunden, frischen Joghurt, so würde ich das beschreiben. Und im Anschluss, dann können Sie die Symbiosens Gesichtscreme auftragen.